Und jetzt freue ich mich ganz besonders mit euch, unsere Freunde, die Gudesberger Stadtsoldaten hier zu empfangen. Einmal bitte. So, ich muss mal ein bisschen nach vorne kommen, aber nicht so nah an die Boxen, weil sonst koppelt sich das Ganze. Ja, die Godesberger Stadtsoldaten wünschen einen hervorragenden und karnevalistischen Norden zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie der Stefan schon so toll eben beschrieben hat, verbindet uns jetzt schon, wir sind jetzt, glaube ich, das vierte Mal hier. Das ist tatsächlich, da kann man schon von einer Freundschaft sprechen. Und wir waren im letzten Jahr, haben wir euch in eurem Zelt besucht. Das war anders, ne? Aber auch schön. Und das zeigt eigentlich, was ein Karnevalsverein, was der Zusammenhalt ausmacht, dass man auch in solchen Zeiten, wo es, glaube ich, vielen Menschen nicht so gut ging, wo hier einmal die Mosel durchgelaufen ist, wenn ich das richtig bin, oder die Kill durchgelaufen ist. Und ich habe damals mit dem Stefan viel Kontakt gehabt und habe gesagt, wie geht's euch? Ja, nicht so gut, wir müssen gucken, wie es Wege geht. Und heute sind wir hier und das freut mich ganz besonders. Und trotzdem weiß ich, wie das ist als Verein. Man muss dann umschwenken, man muss sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Wir sind nicht mehr in dem schönen Bürgerhaus in Erang, sondern wir müssen jetzt in so ein Zelt umziehen. Und das Ganze geht nur durch Engagement, durch Unterstützung, durch Vereinsarbeit. Und dafür nochmal an dich, lieben Stefan, und all die anderen von der KG Rot-Weiß Erang ein ganz herzliches Dankeschön. Das hat gut gemacht. Ja, und dann möchte ich noch Danke sagen, dass ihr jetzt in diesem Jahr seid ihr ja nur zu viert. Der Heinz war da mit seiner Frau und, glaube ich, noch zwei befreundeten oder mit einem befreundeten Ehepaar hier aus Erang. Und, aber das Jahr davor habt ihr uns super unterstützt, die Jahre davor auch. Und mich würde es halt riesig freuen, wenn es auch weiter so bleiben würde, wenn es im nächsten Jahr wieder möglich ist, dass ihr unsere Sitzung besucht,
dann kommen wir auch, wir kommen sowieso gerne hier hin, weil das für uns immer wieder eine tolle Reise ist. Das macht super Spaß. Und das ist ja, es sind ja ein paar Kilometer, ne, von uns zu euch. Und trotzdem schaffen wir es immer wieder, uns irgendwie zu verständigen. Und dafür ruft mit mir aus auf diesen schönen Abend hier. Schön, dass wir hier sein dürfen. Auf die Stadt zu laden, auf die KG Rot-Weiß Ehre, ein dreifaches. Jonas Bersch, ja. Der Karneval, ja. Und KG Rot-Weiß Erlangen. Ja. So, jetzt halt, genau, so, genau, genau. Jetzt übergebe ich, weil ihr wollt uns ja tanzen sehen und all das, was wir in den letzten Monaten und Jahren gelernt haben. Ich überreiche das Mikro an unseren Kommandeur Frank Nussbaum. Lieber Frank, los die Mädchen und Junge, tanze! Danke, lieber Fans. Stadtsoldat, ob ihr passt. Der Zachabel ob die Schulter. Zu Ehren, alle Jäcke hier in Ehrang. Achtung, präsentiert! Der Zachabel ob die Schulter. Das ganze Schmölz hier, irre? Ich habe eben extra nochmal durchgezählt. Zu Ehren des Siebenerrates. Achtung! Präsentiert! Der Zachabel auf die Schulter. Das ganze Schmutz ganz langsam nach vorn. Zachabel raff, Start bequem. Wenn sich bis jetzt noch keiner verletzt hat, Staatssoldat, ob ihr passt, der Zachabel um die Schulter, stellt euch auf zum Chortanz. Marsch bereit zum Tanz. Die Musik bitte ein ganz klein bisschen lauter als bisher. Und dann Musik, Marsch! We'll be right back.
Grundschwenke. Geht zur Kabel auf. Dort bequem. Stadtsoldate, ob ihr passt. Der Zachabel auf die Schulter. Stell euch auf zum Säbeltanz. Zu viert abzählen. Kriegst du es trotzdem da hinten auf der Kette? Gut. Mach ich bereit zum Tanz? Musik, Marsch! Zurückschwenken. Zachabel raff. Dort bequem. Seid da hinten alle klar gekommen? Geht noch? Stadtsoldate, ob ihr passt. Der Zachabel auf die Schulter. Stell euch auf zum Marischedanz. Zu zweit abzählen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 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
Zweck. Sachabel Raff, Stortenquill. Ihr seht, manchmal fliegen hier auch ein paar Säbel. Nicht nur das Mariechen. Stadtsoldat, ob ihr passt. Der Zachabel fort und die Mädchen stellen sich auf zum Tanz. Musik ab. We'll be right back.
zurückschrecken. Lieber Pat, du hast wieder das Wort. Ja, liebe Karnevalsfreunde, hat es euch gefallen? Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch allen noch, ja, wir haben ja dieses Jahr eine wahnsinnig kurze Session. Nächste Woche ist es alle am Ende. Da geht es irgendwo, ich glaube, ihr habt noch zwei Veranstaltungen jetzt, die anstehen für uns. Geht es dann am Donnerstag, Vive Fastelovend, durch unsere Heimatstadt Bad Godesberg. Sonntag dann hoffentlich unser Zug bei tollem Wetter, dass es Kamelle rennt, sagt man in Jodesberg. Wir wünschen euch viel Spaß in der Session, noch viel Freude, Spaß an der Freude. Und ja, es gibt einen schönen Spruch, in den Farben getrennt, im Herzen vereint. Ich glaube, wir alle haben die gleichen Interessen. Das ist der Godesberger und der Karneval hier in Erlangen. In diesem Sinne, ruft mit mir aus, ob eine schöne Session, ob eine schöne Karneval nächste Woche. Dreimal von Herzen. Jodesberg! Ja. Kangi Rot-Weiß Erang! Ja. Genau! Und die Stadtsoldaten. Ja. So. Und natürlich haben wir auch noch ein paar Sessionsorden zu verteilen. Also es ist eine ganz besondere Freude. Einmal, ich fange einfach mal an, für den lieben Stefan natürlich. Kommst du mal bitte zu mir. Für die Hedwig natürlich. So, und natürlich für den Heinz, der da hinten steht. Kommst du auch mal bitte zu mir? So, und dann darf ich einmal das Prinzenpaar zu mir. Das muss ich hier oben ablesen. Captain Kyliana Andreas der Erste. Und Lady Kilana Ingrid, die Dritte. So, die Orden kommen. So, Ladies first. Okay, und Köln-Schiss hat das Mädchen als Erstes. Und für den Jungen auch noch. Unseren Sessionsort. Herzlichen Glückwunsch. Und dann ruft mit mir aus auf die neuen Ordensträger, ob das ganze Schmölzer hier auf der Bühne und der Heinz steht da. Dreimal von Hetze, Jodesberg. Hello. Die neuen Ordensträger. Hello. Und Rot-Weiß Erlangen. Hello. Vielen Dank. Stefan, du hast das Wort. Ja, lieber Pat, lieber Patrick. Toll, ist immer wieder fantastisch, ist immer wieder ein Highlight, wirklich euch hier bei uns zu haben. Und ich kann schon versprechen, der Bus ist schon gebucht für den 9. Februar. Anmeldungen können schon abgegeben werden, also wenn ihr euch das mal angucken wollt, das ist wirklich eine Augenweide. Ist immer ein super Programm, macht ganz viel Spaß bei euch. Und freuen uns, wie gesagt, immer, wenn wir bei euch sind oder wenn ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Und wir wollen natürlich auch noch ein paar Orden verteilen. Natürlich zum einen an den Vorsitzenden, an den Kommandanten, an den Chef der Truppe, der Patrick Engels. Und natürlich auch an den zweiten Vorsitzenden, den Dieter Nussbaum. An den Kommandeur der Truppe, der Frank Nussbaum. An das Schmuggeltanzpaar natürlich, die Emma Lopez und der Maxi Engels.
und die Trainerin, die Andrea Engel, selbstverständlich auch. Der Daniel natürlich noch. Hast du schon? Ah, hatte alles im Griff, wunderbar. Perfekt. Ja, von der Technik. Hier hin und lass uns aufrufen. Auf diese tolle Truppe. Ein dreifach donnerndes Erik. Ja. Bundesbürger Stadtsoldaten. Ja. Vorsicht. Und gestattet mir jetzt ein Wort an den Hallenmeister hier, der liebe Werner Lindecker. Ich denke, spätestens jetzt wissen wir, die Bühne ist bombig, die steht einwandfrei. Generalprobe bestanden. Perfekt, perfekt, alles seine Richtigkeit. Ja, vielen Dank. Einen habt ihr bestimmt noch? Ausmarsch oder keiner Wicht? Stell dich auf zum Stippepfötchen. Das Prinzenpaar darf sich natürlich gerne mit einreihen. Lieber Stefan, du musst auch noch ein bisschen arbeiten. Natürlich. Ich sortiere euch mal dazu. Du kommst zu Marie. Du kommst zu Maxi, ganz genau. Der Stefan darf sich ruhig zum Pet stellen, so Kommandant, so Sitzungspräsident. Ihr guckt einfach mal rechts und links, was da passiert, und dann klappt das schon. Musik ab zum Stippepfötchen. Das mitgemacht. Vielen Dank. Wie gesagt, vielen Dank. Holt noch einen kleinen Happen, trinkt noch eine Kleinigkeit und dann nachher eine gute Rückreise und wir sehen uns in der nächsten Session. Vielen Dank und Austausch bitte.